herzlich willkommen zurück auf der Nexus und ich freue mich heute ganz besonders auf die Folge, weil wir diese Jacke loswerden. Nein, weil wir natürlich in ein neues Sonnensystem gehen oder fliegen werden und wir haben hier alle Quests auf der Nexus erledigt. Was ich aber noch machen werde, was mir noch eingefallen ist, und das sollte man immer machen, wir nehmen noch einen Blick beim Händler. Es ist keine Top-Qualität, aber unsere Möglichkeiten sind nun mal begrenzt. Hey. Ich würde ganz gerne Platz machen in meinem Inventar. Ich habe hier 38 von 50 Objekten. Hier sieht man das hier oben ganz schön. Und deshalb machen wir ein bisschen Platz. Ich glaube, beim neuen System können wir richtig gut looten. Wir sind hier beim Rüstungshändler. Und ich sehe hier gerade auch schon die Pathfinder-Panzerung wieder. Die sollen wir eigentlich herstellen. Das ist ein Quest, aber das können wir ja immer noch machen. Ich will die aber haben. Aus optischen Gründen und natürlich aus Gründen der Stats, die da drauf sind. Schadenswiderstand haben wir hier beim Helm, den wir schon haben. Ist ebenfalls Schadenswiderstand. Das ist gut. Ich kaufe die. Und Geld haben wir ja genug. Die Hände auch noch. Ja, das kostet uns 1500. Das macht nichts, weil wir haben 5800. Und wir gucken mal, was wir verkaufen können. Den Ranger behalten wir nochmal. Die Pistole. Aber die alten Waffen können wir ruhig abgeben. Den alten Raptor, der uns gute Taten gegeben hat oder gut geholfen hat. Muss ich gerade ein bisschen konzentrieren. Ihr merkt das immer, dass ich dann die Sätze durcheinander bringe. Pistolen, Zielfernrohr brauchen wir auch nicht. Auf gar keinen Fall würde ich sowas mitnehmen. Dann haben wir, der Schaft ist auch gut, Zielfernrohr. Hier haben wir schon das Zweier, deshalb kann das Einer ruhig weg. Ich hoffe, ultraleichte Materialien 1, hier haben wir schon 2. Wie gesagt, mein Team kann ich nicht ausstatten. Deshalb, oh, wir haben was Neues gekriegt, den Scavenger-Helm. Waffengewicht und maximale Munition. Und wir haben, ich weiß gar nicht, wo ich den gekriegt habe. Ich vermute auf der Tempest, wo wir die Kisten geöffnet haben. Begegnung EP. Ist auch nicht schlecht. Gucke ich gleich mal, bevor es losgeht, was ich da nehme. Aber ich werde vorher mal die Initiative Panzerung loswerden. Hier haben wir nicht viel zum Verkaufen. Da verkaufen wir schon gar nichts von meinen Mats, die ich herstellen kann. Die fallen ja auch oben, soweit ich weiß, nicht ins Gewicht. Gesamtkosten liegen wir jetzt bei 880 und wir bestätigen den Handel. Ja, damit kann ich erstmal leben. Aber wir sollten nächstes Mal den Kryopod auf jeden Fall für ein größeres Menü haben. Nicht so schlimmer, als wenn man die Sachen nicht mitnehmen kann. Der hat Waffen für uns. Eine Schrotflinte. Die sind jetzt aber gar nicht mehr so günstig, die Sachen. Das brauchen wir hier nicht. Die Klinge 2. Mehr Nahkampfschaden. Ach, das machen wir mal. Die kaufen wir. Finde ich gut. Ab und zu mache ich auch mal ganz gerne Nahkampf. Und was ich unbedingt mitnehmen wollte. Guten Morgen. Das habe ich. Oder haben wir Abend? Das habe ich. Hallo. Wir gehen zum Fahrzeughändler und holen uns tatsächlich ein Spray. Oh, hier ist was Neues dazugekommen. Komplett in Schwarz. N7 ist auch schön.
Mist. Der wechselt anscheinend immer durch. Ich wollte mir die Honig, den Honey holen. Och, dann lass uns erstmal. Brauchen wir noch was beim Gemischwarenhändler? Pfund Äpfel. Motz hat der. Relikt hat er vielleicht sogar Beryllium. Der hat tatsächlich Beryllium. Jetzt muss ich doch mal schauen. Hundert Beryllium hat der. Dann tut mir leid, Leute, aber es kann gut sein, dass wir gleich schon mit der Black Widow starten. Das wäre natürlich der Obergipfel. Entschuldigung, ich bin noch leicht erkältet. Ihr hört das vielleicht. Ich guck, was wir für die Black Widow brauchen. 120. Das kommt nicht hin, aber wenigstens wissen wir schon mal, dass wir dort Beryllium kaufen können. Da wäre ich jetzt auch glatt bereit gewesen, 2000 Credits auf den Putz zu hauen. Na gut. Ja, gut ausgestattet, würde ich sagen, machen wir uns auf die Tempest wieder. Wir haben keine Quests mehr offen. Alles gesichert. Aber haben neue Quests mitgenommen und ich bin gespannt, was uns erwartet. Ja, da will ich hin. Cora sucht nach Ihnen. Danke für die Info. Dann reden wir doch mal schnell mit Cora. Drake, ich arbeite zusammen mit Vetra an der Beschaffung von Prothesengel und den anderen Dingen, über die wir gesprochen haben. Sie sind zu gut zu mir, Doc. Wir haben also eine neue Passagierin. Sie meinen Phoebe? Ja, und sie hat sich entschieden, sich in einer der Rettungskapseln einzurichten. Man muss keine Psychologin sein, um daraus zu schließen, dass da jemand Bindungsängste hat. Fragen wir mal nach. Wie kamen Sie zur Medizin? Meine Mutter war Tänzerin auf Omega und mein Vater war Türsteher. Ich habe ihn immer zusammengeflickt, wenn er mal wieder eine anstrengende Nacht hatte. Dabei ist ihm aufgefallen, wie ruhig meine Hände waren. Sie steckten jeden Credit, den sie verdient haben, in meine Ausbildung. Sind Sie auch hier in Helios? Nein, sie sind beide bei einem Revierkampf ums Leben gekommen. Das hat es mir leichter gemacht, die Milchstraße hinter mir zu lassen. Ja, fragen wir mal komplett durch. Wie schlägt sich die Crew Ihrer Ansicht nach? Ich erzähle Ihnen gerne, was ich denke, solange ich damit nicht meine ärztliche Schweigepflicht verletze. Um wen genau geht es Ihnen denn? Ich ordne Sie in den Akten und meinem Gehirn nach Spezies ein. Aha. Ja. Dann gehen wir mal die Rassen durch. Wie kommen die menschlichen Crewmitglieder zurecht? Davon gibt es viele. Über wen genau möchten Sie reden? Wow, Leute. Lehnt euch zurück und hört zu. Wie geht's Cora? Sie verarbeitet noch, was geschehen ist. Ihr Vater war ihr Mentor. Sie dachte immer, sie würde seine Nachfolge antreten, doch stattdessen hat er den Posten des Pathfinders ihnen übertragen. Sie vertraut zwar seinem Urteil, aber das heißt nicht, dass es sie nicht verwirrt oder sogar verletzt. Was ist mit Gil? Gil nutzt seinen Humor, um sich selbst zu schützen.
Er würde sich eher im Nomad verkriechen, als sich offen mit Gefühlen zu befassen. Geht's Suvi gut? Suvis starker Glaube gibt ihr Halt. Ich selbst bin zwar nicht spirituell, aber wie ihr Verstand, Religion und Wissenschaft in Einklang bringt, ist mehr als beeindruckend. Wie geht's Liam? Liam ist eine echte Herausforderung. Jedes Mal, wenn ich ihn gerade wieder zusammengeflickt habe, bricht er sich irgendwas anderes. Seine Wir-können-nicht-verlieren-Einstellung ist bewundernswert. Aber ich mache mir Sorgen, wie er damit umgehen wird, falls doch mal etwas schief geht. Ach, da passe ich schon drauf auf. Ich wüsste gerne, was Sie über die nichtmenschlichen Crewmitglieder denken. In Ordnung. Fragen Sie. Erzählen Sie mir etwas über Vetra. Vetra ist es gewohnt, dass jemand von ihr abhängig ist. Ich denke, das ist auch der Grund für ihren Einfallsreichtum und den Drang, sich um andere zu kümmern. Nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, sie sollte sich ein wenig mehr Zeit für sich selbst nehmen. Wie geht's unserem Salarianer? Er ist ein ziemliches Klatschmaul. Aber äußerst verschlossen, was ihn selbst angeht. Geht es Drag gut? Dem alten Mistkerl geht's immer gut. Ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der so stur und gleichzeitig so dankbar sein kann. Könnten Sie bitte auf ihn aufpassen, Ryder? Klar, das machen wir. Keine Sorge, Lexi. Ich werde ihn im Auge behalten. Danke. Und es wäre vielleicht besser, wenn Sie nicht erwähnen, dass ich Sie darum gebeten habe. Auch das machen wir. So, wie geht's der Peavy in der Kapsel? Geht es Peavy gut? Sie geht mir aus dem Weg, als würde ich ihr jedes Mal, wenn sie mir zu nahe kommt, eine Spritze verpassen. Um ehrlich zu sein, machen Sie das ja auch. Zumindest bei mir. Aber doch nicht auf dem Gang. Danke für Ihre Offenheit. Ich muss mit Ihnen reden. Es geht um etwas Privates. Natürlich, dafür bin ich ja da. Als mein Vater gestorben ist, hat er bestimmte Bereiche von Sams Speicher blockiert. Dinge, von denen er nicht wollte, dass ich sie sehe. Oder von denen er dachte, dass sie noch nicht bereit dafür sind. Mag sein. Jedenfalls habe ich diesen Auslöser entdeckt. Er hat ein Erinnerungsfragment meines Vaters auf der Citadel freigegeben. Aus der Zeit, als die Allianz seine KI-Pläne abgelehnt hat. Und als er herausfand, dass die Krankheit meiner Mutter tödlich verlaufen würde. Was denken Sie? Wieso hat Ihr Vater gerade diese Erinnerung ausgewählt? Ich glaube, es war schon ein Wendepunkt. Es war der Moment, in dem seine Reise nach Andromeda wirklich begann. Diese Ereignisse haben dazu geführt, dass Ihre Familie einen neuen Weg eingeschlagen hat. Ja, danke, Lexi. Es tut gut, darüber zu reden. Wie lange sind Sie und Harry schon befreundet? Lange. Ich kannte ihn schon, als er noch nicht über seine Arthritis geklagt hat. Wir sind uns bei einem medizinischen Kongress auf der Citadel begegnet. Er referierte dort über Neurochirurgie in Umgebungen mit geringer Schwerkraft. Sein Namensschild war vollkommen zerknittert, aber er war so verdammt selbstbewusst. Ich wusste sofort, dass wir Freunde werden würden. Wie ist eine Asari-Ärztin auf der menschlichen Arche gelandet? Ich bin Expertin für Alien-Anatomie, erinnern Sie sich? Das schließt auch Menschen mit ein. Außerdem hatte Harry darauf bestanden. Vielleicht wusste er ja schon damals, dass er später den Job mit mir tauschen wollte. Dann will ich Sie mal nicht länger stören. Ich bin hier, wenn Sie mich brauchen. Okay, Lexi. Ich sollte Drake zwar nichts sagen, aber er stand direkt bei dem Gespräch nebenan, okay? Ryder, kennen Sie Spender? Aus der Kolonialverwaltung? Diesen Arsch, der sich jetzt stellvertretender Direktor schimpft. Keine Ahnung, wieso Edison ihn nicht längst gefeuert hat. Spender hat während des Aufstands die Krogane verarscht und da hat er es schon immer auf Cash abgesehen. Er hat irgendetwas vor. Ich kann es nur nicht beweisen. Wir sollten ihm auf der Nexus einen Besuch abstatten. Ja, machen wir. Aber wir fragen auch nochmal nach hier.
Wie ist es so, Cash als Enkelin zu haben? Cash ist meine Rushan, Kind meines Blutes. Ich habe sie großgezogen. Und ich bin verflucht stolz auf sie. Sie hat sich gut entwickelt, selbst mit einem Großvater wie mir. Ja, Cash ist ganz cool. Sie ist ehrlich. Und sie nimmt definitiv kein Blatt vor den Mund. Tja, irgendwas muss sie ja von mir haben. Haben Sie irgendwelche Geschichten oder Ratschläge für mich? Kratzt sich ein Peitschek am Arsch? Irgendwelche Tipps über die Cat oder den Kampf im Allgemeinen? Tja, mal sehen. Normale Cats sind ziemlich simpel gestrickt. Sie müssen nur hart genug zuschlagen, dann sterben sie wie alles andere auch. Das mache ich, aber trotzdem will ich ihn ausquetschen. Ich mache immer gerne alle Dialoge, deshalb frage ich hier nochmal nach. Erzählen Sie mir mehr darüber, wie man die Cat bekämpft. Kirsche sind heimtückische kleine Bastarde. Sie lieben es, genau dann hinter einem aufzutauchen, wenn man es am wenigsten erwartet. Halten Sie einfach die Ohren offen, wenn Sie es mit Ihnen zu tun haben. Sie verraten sich häufig kurz vor dem Angriff durch ein Geräusch. Um sie zu erledigen, müssen Sie erstmal Ihre Kopfpanzer durchbrechen. Anschließend sollte Ihnen ein Kopfschuss den Rest geben. Okay. Hat Lexi Sie schon über Sam und seine Verbindung zu den Mitgliedern des Teams informiert? Ja. Wenn Sie das Ding in meine Com-Einheit einklinken wollen, okay. Aber dann ist auch Schluss. Sich eine KI in den Kopf zu pflanzen und ihr einfach so Zugang zu allem zu gewähren, das schreit doch nach Ärger. Wieso sagen Sie das? Ich habe gesehen, was Bots anrichten können, wenn sie sich gegen ihre Schöpfer wenden. Ich war an einigen solcher Kämpfe beteiligt. Es hat schon einen Grund, warum diese Art der Forschung verboten wurde. Mit der Meinung sind Sie nicht allein. Ich wurde aus der Allianz entlassen, als bekannt wurde, woran mein Vater geforscht hat. Das wundert mich nicht. Ich schätze mal, damit war der Name Ryder ruiniert, hm? Mehr oder weniger. Sam ist Teil dessen, was jemanden zum Pathfinder macht. Damit müssen Sie einfach klarkommen. Kein Problem. Solange er nicht in meinem Kopf ist und nicht an meinem Körper rumfuscht. Ich wüsste gerne mehr über Sie. Na dann. Also, was Ihre Kampferfahrung betrifft, was genau haben Sie schon erlebt? Die Liste wäre deutlich kürzer, wenn Sie mich fragen würden, was ich noch nicht erlebt habe. Ich bin schon lange in diesem Geschäft. Seit Jahrhunderten. Scheiße, seit weit über 1000 Jahren. Um ehrlich zu sein, weiß ich nicht mal, wieso ich überhaupt noch lebe. Können? Als Söldner braucht man Glück. Klar, auch können. Aber vor allem jede Menge Glück. Und einen echten Dickschädel. Erzählen Sie mir mehr über die Kroganische Kolonie. Mein Clan lebt dort. Wir lassen außerdem Späher nach freien Gebieten suchen, die wir uns unter den Nagel reißen können. Die Sache läuft wirklich gut. Wir sind autark und können uns selbst versorgen. Das volle Programm. Wir betreiben sogar ein bisschen Landwirtschaft. Landwirtschaft? Kroganer bauen Gemüse an? Nahrung ist Nahrung. Nur weil wir alles essen können, müssen wir uns noch lange nicht mit Abfällen zufrieden geben. Ich persönlich stehe total auf Kornkrohwurzeln, auch wenn sie echt schwer zu kauen sind. Woher kennen Sie und Vetra sich? Oh, stimmt, ja. Ihr Vater hat sie erst spät in das Projekt geholt, richtig? Es muss eine ziemlich steile Lernkurve gewesen sein, seit sie sie aufgetaut haben. Könnte man so sagen, ja. Tja, man muss die Dinge nehmen, wie sie kommen. Aber egal. Ich habe Vetra kennengelernt, als die Nexus gebaut wurde. Sie hat mir einige Materialien, die ich für Cash besorgen sollte, direkt vor der Nase weggeschnappt. Ich habe versucht, sie einzuschüchtern, damit sie sie mir überlässt. Aber eins kann ich Ihnen sagen. Diese Turianerin lässt sich von niemandem blöd kommen. Ja, sie kann sich durchsetzen. Definitiv. Aber das Beste kommt noch. Sie hat gewartet, bis wir uns wiedergesehen haben, und zwar ausgerechnet in Cashs Büro.
und mir dann erzählt, dass sie die ganze Zeit für Cash gearbeitet hat. Die beiden ziehen mich immer noch damit auf. Wieso haben die Kroganer die Nexus verlassen? Die Nexus wollte, dass wir Kroganer der Meuterei ein Ende machen. Im Gegenzug sollten wir in Stationsangelegenheiten ein Mitspracherecht erhalten. Aber Spender, Edisons Assistent, hat hinsichtlich der Abmachung gelogen. Und Tan ist hart geblieben. Zu hart. Also sind wir gegangen. Und Cash ist jetzt allein auf dieser Station. Denken Sie, Cash ist den politischen Spielchen auf der Station gewachsen? Cash ist allem gewachsen. Die Sache ist nur, Spender ist ein Feigling und Lügner. Er war an der Meuterei beteiligt. Ich weiß es. Seinetwegen kamen auf beiden Seiten eine Menge Leute zu Schaden. Und welche Rolle spiele ich bei dieser ganzen Sache? Die Dinge müssen geklärt werden, damit mein Clan auf die Station zurückkehren kann. Ohne Spender, der für Unfrieden sorgt. Und so wie ich das sehe, sind Sie für diesen Job vermutlich am besten geeignet. Ja. Wir können uns später weiter unterhalten. Klar. Hey, eine Sache noch. Ja? Sind wir mal direkt. Ich mag's nicht, wenn man mich kleiner nennt. Okay, ich werde versuchen, es zu lassen. Ich kann aber nicht versprechen, dass es mir nicht doch mal rausrutscht. So, dann werden wir uns um Spender kümmern. Und anscheinend haben wir hier jede Menge neue Dialoge. Petra, ich habe gehört, dieser Witzbold hat sie auch beim Pokern geschlagen. Wir haben uns ja schon ewig nicht mehr unterhalten. Was gibt's? Ich finde, wir haben hier eine gute Truppe zusammen. Meinen Sie nicht auch? Und ob. Vetra und Suvi sind meine Mädchen. Sie kommen gut miteinander aus und respektieren sich gegenseitig. Phoebe steckt so voller Energie. Ich mag sie, aber sie ist echt anstrengend. Und Drac ist genau mein Typ. Er ist dreist und lässt sich von niemandem blöd kommen. Und was die Leute von der Hyperion betrifft, unser Doc ist ziemlich neugierig, Liam für jeden Spaß zu haben und Cora, sie hält sich etwas zu sehr an die Regeln. Irgendjemand muss diesen Affenzirkus hier doch unter Kontrolle behalten. Affenzirkus? Ich bin doch kein Affe, Ryder. Dann bin ich schon lieber ein Mungo. Sie sind coole Cobra-Killer. Oder warten Sie, doch lieber eine Krähe. Sie sind clever, respektlos und nervig. Ja, das passt. Wenn Sie es sagen. Was ist mit Kerlo? Er ist ein Pilot. Und das heißt? Er fliegt das Schiff. Und mehr haben Sie über ihn nicht zu sagen? Oh, kann ein Pathfinder nicht damit umgehen, in einer Sackgasse zu stecken? Doch, kann ich sogar ganz gut. Bleiben wir mal auf der emotionalen Ebene hier. Haben Sie hier eigentlich viele Freunde? Naja, ich bin ein witziger Typ, also kenne ich auch eine Menge Leute. Allerdings lasse ich nicht allzu viele an mich ran. Meine einzige echte Freundin ist auf der Nexus stationiert. Sie ist alles, was ich aus der Milchstraße mit hierher genommen habe. Wenn Sie und ich uns erstmal besser kennen, erzähle ich Ihnen bestimmt noch öfter von ihr. Gerne. Ich habe gehört, wir hätten es Ihnen zu verdanken, dass die Tempest so schnell einsatzbereit war. Vetra kommt immer zu mir, wenn sie ein Wunder braucht. Und mich hat es unter den Fingern gejuckt, diese spezielle Aufgabe zu übernehmen. Ich war sowas von bereit dafür. Erzählen Sie ihr das nicht, aber ich frisiere die Berichte, damit sie schneller vorliegen. Und reiße mir dann heimlich den Arsch auf, um es auch hinzukriegen. So wird die Legende von Gil immer größer. Außerdem strahle ich Ruhe und Sicherheit aus. Dadurch entspannt sich das Team und kann seine eigenen Arbeiten besser erledigen. Sehr gut, Gil. Wie schwer war es all diese Monate auf der Nexus? Haben Sie je übergarte Weltraumkuhzunge gegessen? Nein. Nicht, dass ich wüsste. Schade. Dann hätten Sie nämlich einen ungefähren Vergleich. Man fragt sich ständig, ob man durch eine kritische Fehlfunktion sterben
oder verhungern wird. Und malt sich aus, was wohl schlimmer wäre. Aber hey, wenn einem Angst und Langeweile mal zu viel werden, kann man sich immer noch damit trösten, Teil des größten Fehlschlags in der galaktischen Geschichte zu sein. Oder vielleicht auch bei einer Revolte mitmachen. Wie war Ihre Einstellung dazu? Ich habe keine Wetten platziert, falls Sie das meinen. Um ehrlich zu sein, glaube ich nicht, dass sie irgendjemandem gut getan hat. Egal auf welcher Seite man steht, wenn ein Bruder oder Teammitglied plötzlich zum Feind wird, stirbt dabei auch immer ein kleiner Teil von einem selbst. Wir sind so weit gereist, voller Hoffnung und Vorfreude, nur um dann im Kampf um ein paar Reste übereinander herzufallen. Das ist einfach traurig. Es war schön, mit Ihnen zu reden, Gil. Jederzeit wieder. Ja, Peavy. Sie schon wieder. Wollen Sie noch mehr über die Blockhütte aus meiner Kindheit erfahren? Warum interessieren Sie sich so für die Relikte? Soll das ein Witz sein? Sie sind der Beweis für eine hochentwickelte Spezies, über die niemand etwas weiß. Faszinierender geht's doch gar nicht. Es gibt so viel zu entdecken und ich will die Erste sein, die hinter ihre Geheimnisse kommt. Außerdem ist ihre Technologie auf einem ganz anderen Niveau. Wer weiß, welche Fortschritte wir machen könnten, wenn wir sie nur richtig einsetzen. Wollen Sie mir wirklich nicht verraten, woran Sie gerade arbeiten? Nein, will ich nicht. Nächste Frage. Also, was halten Sie von unserem Team? Es ist ein interessanter Haufen. Bei Vetra habe ich ein echt gutes Gefühl. Sie ist nicht die typische militärisch denkende Turianerin. Liam scheint ziemlich aufgeweckt zu sein. Ich glaube, er wird mich noch überraschen. Drake ist, naja, alt. Ich frage mich, ob er noch was Neues dazu lernen kann. Was ist mit... Gil ist kompliziert. Ich werde aus ihm noch nicht ganz schlau. Callow und Suvi wirken fleißig. Ich hoffe aber, sie kennen nicht nur Arbeit, Arbeit, Arbeit. Wer fehlt noch? Naja, da wären noch... Ach ja, richtig, Cora. Erzählen Sie mal, ist sie wirklich so steif und korrekt, wie sie rüberkommt? Hier, nichts gegen meine Cora. Sie ist genau so, wie sie sein sollte. Fähig und verlässlich. Sie ist ein wertvoller Teil meines Teams. Ja, ja, schon klar. Genauso kommt es auch rüber. Fehlt noch Lexi, unsere Ärztin. Sie ist eine Asari. Oh, zu ihr komme ich wann anders. Aber alles in allem scheint es eine vernünftige Truppe zu sein. Wie war Ihre Zeit auf der Nexus? Naja, zunächst mal wurde ich früher aufgetaut als geplant. Ich hatte eine findige Komplizin, die ein paar Strippen gezogen hat. Anschließend habe ich irgendwie außerhalb des Systems gelebt. Ich bin rumgeschlichen und habe Leute bequatscht, mich auf Exkursionen mitzunehmen. Nachdem ich dann meine erste Reliktruine entdeckt hatte, habe ich angefangen, mir Shuttles, auszuleihen. Danach habe ich nicht mehr sonderlich viel Zeit auf der Nexus verbracht. Ich habe sogar den Großteil der Revolte verpasst. Sie hatten erwähnt, dass Sie nicht allein nach Andromeda gekommen sind? Ihnen entgeht auch gar nichts. Ich schätze, deshalb sind Sie vermutlich der Pathfinder. Sie war einfach nur eine Freundin. Diejenige, die dafür gesorgt hat, dass ich früher geweckt wurde. Aber jetzt ist sie nicht mal mehr das. Es ist besser, sich ohne Einschränkungen oder Bindungen ins Unbekannte zu stürzen. Meinen Sie nicht auch? Ja, es klingt einsam. Ich weiß nicht. Sind nicht Freunde und geliebte Personen gerade das, was uns antreibt? Nicht für mich. Ich brauchte noch nie irgendjemand anderen, um mich zu motivieren. Meine Neugier ist für mich Antrieb genug. So, jetzt kann ich noch flirten, Leute. Komm, ihr wollt es doch auch. Ich drück drauf. Was ist nötig, damit Sie mit jemandem flirten? Nicht viel. Aber es spornt mich zusätzlich an, wenn mein Gegenüber auf mich reagiert. Seien Sie also einfach Sie selbst, dann kommen die Flirts ganz von allein. Tja, haben wir doch schon mal einen Tipp gekriegt. Wenn ihr das wollt, schreibt mir was in den Kommentaren. Okay, Sie sind erlöst, Peavy. Viel Glück mit Ihrem Projekt. Danke, und schauen Sie mal wieder vorbei. Entschuldigung. Einige Dialoge haben wir hier.
Aber ich finde es spannend. Ich mag das, ich liebe das und das macht das Spiel auch aus. Und da unten steht auch Vector. Hier wollen wir auch noch reden. Und Liam ist auch noch da. Terraforming, Atmosphärenwandler, Gravitationsschächte, alles vernichtende Mörderblasen. Wir hatten wirklich keine Ahnung, was in Helios auf uns zukommen würde, was? Hätten wir das alles gewusst, wäre es ja kein Abenteuer. Es wäre einfach nur ein Umzug. Und wer mag schon Umzüge? Allein die ganze Packerei. Uah. Gutes Argument. Ich will einfach nur sagen, ich hoffe wirklich, Sie haben einen Plan, Ryder. Ja, habe ich. Der Plan hat sich nicht geändert. Wir müssen ein Zuhause finden und wir werden alles tun, was dafür notwendig ist. Ich mag Ihre Entschlossenheit. Sie gibt mir das Gefühl, dass wir es tatsächlich schaffen können. Ich meine, was bleibt uns auch anderes übrig? Die Alternative ist, es nicht mal wert, darüber nachzudenken. Sie waren auf der Nexus, als es zu der Revolte kam? Ja. Wenn den Leuten goldene Welten versprochen werden und sie dann nur einöden und eine tödliche Wolke kriegen, kommt es nun mal zum Aufstand. Einige wollten wieder nach Hause, andere verlangten Antworten. Und ein paar wollten einfach nur randalieren. Und Sie? Es gab Tage, an denen ich mich schon gefragt habe, ob die Exilanten nicht recht hatten. Ob unsere ganze Reise hierher nicht einfach nur Verarsche war. Aber wieso sollte die Initiative derartige Mühen auf sich nehmen, nur um uns reinzulegen? Wissen Sie, was der Trick dabei ist, andere zu betrügen? Man weiß immer etwas, das sie nicht wissen. Nur deshalb funktioniert der Betrug. Wenn ich mich also für eine Seite entscheiden muss, wähle ich die Lügner. Mhm. Sie hatten von Ihren inoffiziellen Quellen gesprochen. Was meinten Sie damit? Wir haben jede Menge Dinge von zu Hause mitgebracht. Einiges davon war mit Initiative gekennzeichnet, anderes war in Privatbesitz. Das heißt, es gibt hier draußen so gut wie alles, was man sich vorstellen kann. Man muss einfach nur rausfinden, wer etwas hat und was er dafür will. Es kann unmöglich so einfach sein. Ist es aber. Die meisten Dinge sind einfach, wenn man sie erstmal durchschaut hat. Wie haben Sie von der Andromeda-Initiative erfahren? Die Kurzversion? Durch Cash. Sie war auf der Suche nach einigen experimentellen Schiffsmods und ich wusste, wo sie zu finden waren. Ich dachte eigentlich, es wäre ein einmaliger Deal, aber sie kam wieder. Einmal, zweimal. Irgendwann ist mir dann klar geworden, dass da etwas vor sich geht. Etwas Großes mit jeder Menge Creds dahinter. Also habe ich Cash gefragt und sie hat mir von der Initiative erzählt. Eine neue Galaxie, ein neues Zuhause. Diese Gelegenheit konnte ich mir nicht entgehen lassen. Ich frage mal nach. Ich bin zu neugierig. Gibt es, abgesehen von Sid, noch jemanden in Ihrem Leben? Nein, es gibt nur Sid und mich. Es gab immer nur uns beide. Ich meinte, ob es vielleicht jemand Besonderen gibt. Jemand Besonderen? Oh, Sie meinen wie... Oh... Nein, gibt es nicht. Wer hat für sowas schon Zeit? Wie sieht's bei Ihnen aus? Ja, wie schaut's bei mir aus? Ja, Vectra, ich hab auch keine Zeit, sag ich dir jetzt mal. Ich hab aber eher Zeit für andere. Wie Sie sagten, wer hat für sowas schon Zeit? Naja, irgendwann wird es auch wieder ruhiger werden. Hoffentlich. Wenn nicht, sind wir nämlich tot. Oh, wie auch immer. Sie haben bestimmt viel zu tun. Wir können uns ja später weiter unterhalten. Gerne. Sie wissen ja, wo Sie mich finden. Prima. Liam, Bock auf ein Bierchen? Prodromos. Prodromos. Klingt gut, oder? Wir haben angefangen, Pathfinder. Ein neues Leben. Das ist großartig, verdammt. Sagen Sie, wie mache ich mich in meinem Job? Ich diene der Initiative. Sie sind der Pathfinder. So einfach ist das. Wow. Ich bin an Ihnen interessiert. Wahnsinn.
Wie sind Sie eigentlich hier gelandet? Erzählen Sie mir von sich. Okay, ich war ein schlechter Schüler, ein lausiger Polizist und ein guter Krisenhelfer. Hatte ein gutes Leben, aber das war mal. Ich wollte nicht neu anfangen, sondern groß rauskommen. Sie waren erst Polizist und dann bei den Spezialeinheiten. Aber beides nicht sehr lange, was? Für Jura fehlte mir die Geduld, also habe ich es als Polizist versucht. Vater wusste gleich, das wird nichts. Aber so kam ich zu Hassel. Die nehmen eigentlich nur Veteranen und Ex-Soldaten. Das waren die besten Jahre meines Lebens. Ein von den Abläufen frustrierter, ungeduldiger Rekrut. Ganz schön dick aufgetragen. Tja, ich war auf der Suche nach etwas Neuem. Und ich habe es gefunden. So bin ich hier gelandet. Erzählen Sie mir von Ihrer Familie. Sie fehlt mir. In manchen Nächten weint man eben, oder? Tun das nicht alle? Mutter Joelle, Vater Kelvin, beide Anwälte, haben sich auf der Citadel kennengelernt und auf der Erde niedergelassen. Keine Brüder oder Schwestern. Das wäre auch zu viel gewesen. Alles ganz traditionell. Was ist mit Ihnen? Das Leben mit meiner Familie war in vielerlei Hinsicht untypisch. Aber sie hat funktioniert, oder? Das muss sie. So wie meine. Ich habe mich von meinen Eltern verabschiedet und bin nach Andromeda geflogen. Reden wir später weiter. Alles klar. Ja, ist, glaube ich, krass, wenn man sich das letzte Mal verabschiedet. So, jetzt muss ich mich eben orientieren. Mit Cora will ich unbedingt noch reden. Außerdem hat mir Suri da einen Tipp für gegeben, dass ich das machen sollte. Und was wir jetzt noch machen werden ist... Entschuldigung. Die Jacke loswerden. Ein Hoodie habe ich gekriegt. Das ist ja cool. Ach komm, probieren wir mal den Hoodie aus. Und vielleicht passt das jetzt auch mit den Farben. Das reicht doch schon eigentlich, oder? Wenn ich jetzt auf Beenden gehe, ist die Farbe da. Also das Ding veräppelt mich wirklich. Was mache ich falsch? Farben anpassen. So. Hoodie habe ich gewählt. Farbe anpassen. Beenden. Beenden. Er ist immer noch nicht rot. Was mache ich falsch? Farbe anpassen. Ich will nur die rote Farbe haben. Outfit-Auswahl. Ist das schon wieder weg? Es geht nicht, oder? Leute, helft mir. Also Farbe anpassen. Rot. Outfit-Auswahl. Ist ja wieder normal. Beenden. Beenden. Also ich kann zwar die Farben anpassen, aber sie werden nicht übernommen. Das ist, ich bin jetzt alle Möglichkeiten durchgegangen. Hier würde ich auch ganz gerne nochmal nachschauen. Aber es wird mir gerade nicht angezeigt, weil hier gibt es dann die Belohnung. E-Mails checken wir auf jeden Fall, weil kann sein, dass ich ein... Zeit für ein Interview, das ist mit Carrie. Okay. Es kann sein, dass ich nämlich... Lest es euch mal durch. Das würde jetzt zu lange dauern, das vorzulesen. Das war es an E-Mails. Wir kriegen ja noch eine E-Mail, um an die Anti-KI-Gruppe ranzukommen. Auf die E-Mail warte ich. Vielleicht hat Sam auch was Neues. Nein, hat er nicht. Danke, Sam. Das genügt.
So Leute, euch will ich nicht auslassen. Oh. Hey Gil, räumen Sie nach der Reparatur der Sensorkonsole auch mal irgendwann auf? Nein, das ist ein neues Design. Ein neues Design? Ohne ausgebildete Crew? Ich bin ausgebildet und alles funktioniert einwandfrei. Seien Sie nicht so verkrampft. Ist alles okay? Was? Oh ja, alles bestens. Nur keine Sorge. Gut, Kellen. Suvi. Ich habe Bilder des Gewölbes gesehen. Es ist verblüffend, wie groß es ist. Und wie viel davon haben Sie noch nicht entdeckt? Was, wenn es noch viel größer ist? Wofür ist all dieser Platz gedacht? Für Partys und Live-Konzerte habe ich mir auch da unten schon gedacht. Für wilde Reliktpartys natürlich. Wofür sollte man ihn sonst nutzen? Nun, das wäre denkbar. Aber glauben Sie wirklich, Sie haben... Oh, das war ein Scherz. Ich verstehe. Der war gut. Tja. Was können Sie mir über die Geißel erzählen? Wir wissen, dass sie kein natürliches Phänomen ist. Irgendjemand hat sie erschaffen. Oder etwas getan, das zu ihrer Entstehung führte. Aus welchem Grund, wissen wir allerdings nicht. Das ist uns immer noch ein Rätsel. Was wissen Sie über das Terraforming-Netzwerk der Relikte? Soweit ich es sagen kann, dienen die Gewölbe dazu, nahezu sämtliche Faktoren eines Planeten zu regulieren. Sein Klima, den pH-Wert des Bodens, die Zusammensetzung der Atmosphäre. Es gibt sogar Hinweise darauf, dass sie die Entstehung von Leben anregen können. Wenn wir herausfinden, wie man die Gewölbe kontrolliert, könnten wir diese Welten zu perfekten Lebensräumen machen. Das habe ich vor. Sie arbeiten also eng mit dem Wissenschaftsteam der Nexus zusammen. Ja, ich versuche, in ständigem Kontakt mit ihm zu bleiben, um alles zu besprechen, was wir hier draußen entdecken. Viele Köpfe sind nun mal besser als einer und Dr. Aridana ist wirklich brillant. Ich arbeite einfach am besten, wenn ich jemanden habe, mit dem ich mich austauschen kann. Mir ist immer noch nicht ganz klar, wie wir Andromeda von zu Hause aus überhaupt sehen konnten. Mich hat das auch verwirrt. Durch die Verzögerung des Lichts müssten ja alle eintreffenden Daten 2 Millionen Jahre alt gewesen sein. Also habe ich Dr. Aridana gefragt. Und sie hat gesagt, naja, wir haben das nicht mit unserer Tech gemacht. Es war die der Geth. Sie machen Witze. Die Killer-Roboter aus der Milchstraße? Genau die. Die Initiative hat Daten von einem Gitter tief im Weltraum erhalten. Einem Geth-Konstrukt. Aridana sagt, die Geth hätten ein Massenportal nachgebaut und den Transitkorridor zu einem ULG-Sensor umfunktioniert. Einem was? Er funktionierte wie ein Teleskop, nur eben schneller als das Licht und lieferte viel aktuellere Informationen. Wir wissen allerdings nicht, warum die Geth an Beobachtungen außerhalb der Galaxie interessiert waren. Vielleicht werden wir es auch nie erfahren. Wusste mein Dad darüber Bescheid? Warum hat er mir nichts gesagt? Vielleicht hat er es nicht gewusst. Die Geth sind Isolationisten und feindselig. Um diese Infos zu benutzen, ja, sie überhaupt zu beschaffen, mussten wahrscheinlich zahlreiche Grenzen überschritten werden. Wann haben Sie angefangen, an einen Gott zu glauben? Meine Eltern waren beide Wissenschaftler. Mein Zuhause war von Rationalität geprägt. Als ich dann ins Teenageralter kam, lassen Sie es mich so ausdrücken. Während andere Jugendliche batterianische Musik für sich entdeckt haben, fand ich zu Gott. Aber Ihre Arbeit als Wissenschaftlerin hat meine Überzeugung nur noch gestärkt. Vor allem, als ich angefangen habe, mich mit Molekularbiologie und Physik zu beschäftigen. Ich bin dabei immer wieder auf dieselben Muster gestoßen. Sie waren wie Wasserzeichen eines Künstlers. Für mich ist dieser Gott ein Künstler, ein Erfinder. Nicht jemand, der kontrolliert, ob ich mir auch die Zähne geputzt habe. Mhm. Ich sollte mich wieder an die Arbeit machen. Aber natürlich. E-Mails hatten wir schon gescheckt. Peavy dürfte nicht hier sein. Das machen wir ja eben, bevor wir es vergessen. Und zwar...
Tabula rasa? Ja, das ist die neue Lackierung, die wir jetzt nehmen. Wenn wir Honey oder andere Sachen finden, nehmen wir die natürlich auch. Ansonsten würde ich ganz gerne meine neue Panzerung wählen. Den Pathfinder-Helm haben wir ja schon. Wie würde die denn optisch aussehen? Oh, das ist direkt ein komplettes Konstrukt. Waffengewicht haben wir hier. Hier haben wir EP-Erhöhung. Oh, das sieht gut aus. Ja, ganz genau. Kommt auch Retro-Feeling auf. Sehr schön. Das machen wir. Haben wir hier ein Update für? Immer noch das gleiche. So, nehmen wir sie. Und von den Waffen bin ich auch noch zufrieden. Kräfteaufladetempo minus 17%. Aber wir haben eine neue Klinge gekriegt. Neue Universalklinge, die mehr Schaden hat und auch nicht schwerer ist. Deshalb nehmen wir die. Und sind da gleich schon gut gerüstet. Cora war um die Ecke rechts, meine ich. Ah, der Affe. Pijack. Lasst ihn uns Der sieht ja irre aus. Okay, wir streicheln ihn. Ups, sieht aus, als wäre unser Pijack-Freund aus seinem Käfig entkommen. Naja, ihm wird schon nichts passieren. Und ein bisschen Bewegung kann vermutlich nicht schaden. Genau. Ein Bericht von der Nexus. Die Bevölkerung wächst, da immer mehr Leute geweckt werden. Viele Siedler warten auf eine neue Heimat. Bradley wird mehr Hilfe bekommen, als er verkraften kann. Ja. Sie müssten schon bald mit der Aussaat beginnen können. Ich bin mir nie sicher, ob ich sie genug gieße. Oder vielleicht zu viel? Ich bin auf einem kleinen Frachter aufgewachsen und kannte Gärten nur aus Videos. Aber ich habe sie schon immer geliebt. Ich habe davon geträumt, einen großen Rosengarten anzulegen, wenn wir erst hier sind. Manchmal stelle ich es mir immer noch vor. Rosen in Helios. Das war auch mein erster Impuls, deshalb gehen wir direkt aufs Herzchen. Unter dieser Uniform verbirgt sich also ein Herz so zart wie Rosenblüten. Darunter verbirgt sich vieles, mein Freund. Hat denn der große, böse Pathfinder auch eine Schwäche? Wenn, dann nur für jemand ganz Besonderen. Gut zu wissen. Wir alle suchen nach etwas Besonderem. Ich brauchte einen neuen Traum, nachdem ich die Asari-Elite-Einheit verlassen hatte. Oder, genauer gesagt, von meiner Mentorin Nisira fortgeschickt wurde. Wieso hat sie das getan? Sie sagte nur, die Initiative passt besser zu ihnen. Ich war gerne eine Jägerin, aber sie ließ sich nicht umstimmen. Wow, sie haben Seite an Seite gekämpft und dann lässt sie einfach fallen? Es hat wehgetan, als hätte sie mich einfach aus dem Nest geworfen. Aber es war nichts Neues für mich. Wenn deine Biotik zu einer Waffe mit Jägerinnen-Niveau gemacht wird, reagieren viele komisch darauf. Die Initiative wirkte auf mich besser. Auch wenn mir unklar war, wie ich in ihre schöne neue Galaxie passte. Ich hab nie irgendwo reingepasst. Dann bin ich einem Spinner namens Ryder begegnet. Er sprach über die Reise nach Andromeda, als wollte er einem eine neue Sichtweise auf sie vermitteln. Was hat dich von dem Spinner überzeugt? Was an dieser Vision hat sie dazu gebracht, den Schritt zu wagen? Eine Zivilisation, in der jeder einen Platz hat, sogar KIs. Oder eine übermäßig starke menschliche Biotikerin. Ihr Vater hat gesagt, anders sein ist okay. Stellen Sie sich jetzt vor, dass Sie willkommen sind und dafür sorgen, dass das bei anderen auch so ist. Ich konnte mit 13 schon Stahlträger verbiegen. Durch ihn habe ich mich gefragt, wie es gewesen wäre, wenn jemand zu mir gesagt hätte, das ist okay.
Er gab ihnen einen Traum, auf den sie hinarbeiten konnten. Darin war er wirklich gut. Wer will nicht irgendwo dazugehören? Vor allem zu so etwas wie der Initiative. Also habe ich in der Initiative mein Bestes gegeben. Ich habe immer an die kleine Nische gedacht, die ich haben wollte. Einen eigenen Rosengarten. Ich dachte, ich wüsste, was aus mir werden würde. Es geht also darum, dass Sie nicht Pathfinder geworden sind? Ich dachte nicht, dass es immer noch wehtut. Nysera, Ihr Vater, meine Eltern. Sie gehen und lassen mich ohne Antworten zurück. Ohne Platz im Leben. Bisschen mal motivieren hier. Das ist schlimm, aber es ist nun mal passiert. Sie müssen sich jetzt voll auf die Mission konzentrieren. Das tue ich immer. Aber ich bin auch ein Mensch. Ich brauche Zeit, um damit fertig zu werden. Und wenn diese Relikt-Technologie hält, was sie verspricht, bekomme ich vielleicht eines Tages auch meine Rosen. Schätzchen, ich schenke dir schon Rosen, keine Sorgen. Das kriegen wir hin. Ich bringe sie von irgendeinem Planeten mit. Ach, das war der Affe. Ja, wer hat nicht einen Affen gerne frei rumlaufend in seinem Raumschiff? Können wir hier noch was machen? Ansonsten würde ich vorschlagen, gehen wir auf die Brücke. Ganz kurz orientieren. Ja, natürlich ist sie hier. So, Leute, seid ihr bereit, mit mir in das neue Sternsystem zu reisen? Dann lasst uns das tun, aber in der nächsten Folge, damit wir das Ganze auch in der vollen Zeit genießen können. Also, bis gleich, ich freue mich wieder auf euch.